Ja, seit heute Morgen 6 Uhr sind wir wieder unterwegs auf unserem Roadtrip durch Frankreich. Und allmählich nähern wir uns der letzten Etappe, der letzten Station. Allmählich ist gut gesagt, vor uns liegen jetzt noch zu den Seealpen in den Canyon du Verdon, wo wir durchwandern wollen. Liegen noch 500 Kilometer, aber gemessen an den Strecken, die wir so auf diesen Touren zurücklegen, ist das nur ein Katzensprung. Und ich kann jetzt schon sagen, diese Tour ist einfach mega klasse. Nachdem wir anfangs ganz spontan großer Hitze ausgewichen sind, indem wir uns nicht sofort in die Mitte Frankreichs an die Dordogne begeben haben, sondern einen coolen Abstecher in Normandie, Bretagne, gewagt haben, wo es total klasse war. Dann, als die Hitzewelle durch war, eine wunderbare Woche im Tal der Dordogne mit Paddeln, mit Radeln und vor allen Dingen auch immer wieder mit hervorragenden, wunderschönen Pennerplätzen. Das heißt, wir haben auch in diesem touristisch jetzt August 2019 total überfüllten Tal immer wieder mit Instinkt, List und Tücke abseits gelegene einsame Biwakplätze direkt am Fluss entdeckt und das war einfach super cool. Aber jetzt haben wir von dieser Art genug und es ist immer schön, wenn wir genug haben, denn genug haben bedeutet Aufbruch zu Neuem, von dem wir noch lange nicht genug haben. Und jetzt geht es hier quer durch Frankreich, durch die Cevennen, durchs Tal der der Rhone, der großen Rhone, durch die Provence in die französischen Seealpen. Dort Canyon du Verdon habe ich noch, der letzte Besuch dort liegt auch schon 20 Jahre zurück. Samira kennt ihn nur aus Fotobüchern. Und deshalb ist das noch ein cooles Ziel auf diesem Trip hier durch Frankreich. Und anschließend ziehen wir durch das französische Hochgebirge auf den Spuren der Tour de France, der echten Tour de France, der Alpenetappen der Tour de France zurück nach Norden an der Schweiz vorbei durch den französischen Jura wieder in den hohen Westerwald. So ist unser Plan. Und so machen wir das. Aber vorher frühstücken wir jetzt hier mal gepflegt auf irgendeinem Lidl-Parkplatz irgendwo in der Mitte Frankreichs.